Gott. Herr Bachschuster, waren Sie schon mal mit dem Gestaltungsbeirat bei der Stadt befasst oder einem ähnlichen Gremium? Sowohl als auch. Also in Ingolstadt im Gestaltungsbeirat war ich mehrfach und natürlich im Ausland. Bei unseren Auslandsprojekten gibt es häufig oder ja nicht häufig, aber ab und zu auch ein Beratergremium, das sich dann nochmal je nach Wichtigkeit des Projektes mit dazuschaltet. Okay, und wie erleben Sie, sind diese Sitzungen dieser Beiräte meistens öffentlich in Anwesenheit der Medienvertreter oder nicht öffentlich? Nein, also meistens auch die im Ausland sind öffentlich. Das hängt aber vom Grad der Wichtigkeit und von der Grad der Planungsreife ab. Also in den Vorgesprächen, wo man dann sozusagen nochmal die Architektur, die Gestaltung, die städtebaulichen Planungen besprechen kann in den jeweiligen Phasen, macht es natürlich, dass man das intern machen kann, um dann auch mal Vor- und Nachteile nicht nur abzuwägen, sondern auch noch verschiedene Varianten und Möglichkeiten darzustellen, die so dann den einen zum Positiven dienen als auch den anderen. Es wird ja nun seitens der Gegner der Öffentlichkeit der Einwand gebracht, die Architekten könnten, wenn es eben eine so sehr frühe Phase wäre, sagen, ich gehe dann gar nicht in den Gestaltungsbeirat rein, sondern ich gehe zur Verwaltung direkt und rede erstmal mit denen intern, bevor ich überhaupt in den Gestaltungsbeirat gehe und erreiche damit schon eine gewisse Planreife oder eine Entwicklung des Projekts, bevor ich überhaupt zum Gestaltungsbeirat gehe. Könnte das eine Konsequenz sein, wenn der Gestaltungsbeirat permanent öffentlich tagt? Ja, also ich muss sagen, wir müssen ja eh, also wenn wir Planungsaufgaben haben, die müssen wir ja im Vorfeld mit der Verwaltung, Bauamt und Planung etc. Abstimmen. Ja. Und da entspringen ja sozusagen verschiedene Varianten, die dann eben schon im Gestaltungsbeirat besprochen werden können. Also das heißt, es kann schon so sein, dass wenn der Gestaltungsbeirat jetzt nicht auf Ingolstadt bezogen, sondern wenn das allgemein ein Beratungsgremium ist, dann ist es ja auch eine Hilfestellung für die Beurteilung bestimmter städtebaulicher Situationen oder bestimmter Baukörper sozusagen. Und da geht man ja mit verschiedenen Möglichkeiten rein, um dann auch mal abzuklären, Mensch, welche Richtung ist es denn für diese Situation am besten? Und was könnten Sie sich jetzt, sagen wir so, beim Streit in Ingolstadt um die Öffentlichkeit oder Nicht-Öffentlichkeit des Gestaltungsbeirats vorstellen? Welche Lösung würden Sie favorisieren? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man die Arbeiten dann ab einem bestimmten Stadium der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das ist ja was auch wünschenswert wird, was auch in verschiedenen anderen Städten und Ländern, auch im Ausland gemacht. Im Vorfeld macht sicherlich nicht unbedingt immer Sinn, gleich von Anfang an die Öffentlichkeit mit zu beteiligen. Es hat nichts damit zu tun, dass man meint, man muss da wird was feiert oder irgendwas, sondern ein Architektur- und Stadtplanung ist ein Entwicklungsprozess und der reift auch und der muss auch unter Fachleuten reifen, in Verbindung mit den Fachleuten, also das heißt auch mit teilweise manchmal mit Juristen und so weiter. Und da muss man einfach die Möglichkeit haben, intern mal über Dinge auch die zu reden, die vielleicht dann gar nicht ausgeführt werden. Ja. Einfach mal, um eine Idee mal auf den Tisch zu werfen. Das ist ja bei uns im Büro und in unserem Beruf oft so, dass man sagt, Mensch, kommt von einer ganz anderen Seite einfach mal ein Einwurf und Einwand und sagt, aha, da kann ich mal in die Richtung arbeiten. Also es macht schon Sinn, den Architekten und auch Künstlern und Stadtplanern die Möglichkeit zu geben, intern mal zu reden. Das ist einfach notwendig. Und könnte man es dann so regeln, dass man sagt, auf einem bestimmten Zeitpunkt, wenn so Verwaltung als auch der beteiligte Architekt oder Künstler der Meinung sind, jetzt gehen wir der Öffentlichkeit, dass die das dann selber entscheiden sollen, jetzt ist es Öffentlichkeitswirkung? Ja, kann man ja machen, das kann ja dann jemand sagen, pass auf, jetzt wäre es eigentlich Zeit, das auch mal öffentlich darzustellen. Okay. Das wäre ja dann in Ordnung. Gut. Dann bedanke ich mich.